Ihr seht, heute habe ich einen kleinen Begleiter. Der Geist möchte unbedingt zurück nach Hause geführt werden und wir werden ihm heute auch helfen. Darüber hinaus erledigen wir ein paar Kleinigkeiten und vor allem plane ich heute den 5. Dungeon komplett abzuschließen. Was angesichts der 30 Minuten, die für diesen Part angesetzt sind, wirklich sehr ambitioniert ist. Aber ich gebe mein Bestes, Turbo-Modus aktiv, Pfeil und Bogen sind für teure 980 Rubine gekauft. Dass sich das lohnt, habe ich ja schon mal in einem anderen Part und einem anderen Spielstand gezeigt, als wir das Ganze geklaut haben. Ist auf jeden Fall eine tolle Fernwaffe. Und jetzt holen wir uns nicht nur die Cheap-Cheap-Skulptur, die jetzt nach dem 4. Dungeon verfügbar ist, sondern auch eine geheime Zaubermuschel, wie ich sehe. Denn die ist hier, aus welchen Gründen auch immer, bei der Krankemenate aufgetaucht. Okay. Das Ganze will natürlich gut getimed werden, vor allem, weil ich keine Zeit zu verlieren habe. Und das schaut eigentlich relativ gut aus, würde ich mal behaupten wollen. Gut, sie steckt da unten ein bisschen fest, aber wird dadurch auch nicht rausfliegen. Doch, tut sie. Glücklicherweise aber in einem Bereich, wo es nicht weiter schlimm ist. Wir haben sie. Alles gut. Und nun zur Cheep-Cheep-Skulptur. Ich glaube, die kann sogar gar nicht rausfliegen aufgrund des Umfangs und der rundlichen Form generell. Also da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber ja, das sieht gut aus. Wir haben beide Sachen, können uns drüber freuen und ich glaube, wir stehen sogar kurz vor 30 Zaubermuscheln. Bedeutet, wir könnten uns heute auch noch einen weiteren Preis abholen aus dem Muschelbazar. Ich schau gleich mal, wie viele Muscheln wir aktuell haben. 29, als ob, es fehlt eine. Aber es ist kein Thema. Ich kenne die Position von mindestens einer, die auch mehr oder weniger auf dem Weg liegt. Also wirklich kein Problem. Jetzt geben wir aber erstmal den Besen bei Oma Jaja ab. Oh, ein neuer Besen. Für mich? Er ist doch für mich, oder? Ja, ja. Jemand auch Jaja sagt, nicht geil. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Warum auch immer man am Fluss kehrt, aber gut. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Keine Ahnung, aber vielleicht finden wir es heute noch raus. Jetzt erstmal hier die Cheep-Cheep-Skulptur einsetzen. Und dann zeige ich euch ein kleines Geheimnis in der Nähe von Opa Ulrira. Da steht nämlich auch ein Telefon. Diesmal spricht man dann aber nicht mit ihm, sondern man kann tatsächlich die Minitendo-Galerie erreichen, die bekannt ist aus The Legend of Zelda The Wind Waker. Hallo, hier ist die Minitendo-Galerie. Haben Sie ein Lichtbild für uns? Nein? Dann machen Sie bitte die Leitung frei. Klack, tu, 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 tu. Du hast dich wohl verwählt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ist, denke ich, auch zeigenswert. Okay, dann benutzen wir unser neues Lied, mit dem wir uns tatsächlich zu jeder Zeit porten können. Wie geil ist das denn? Und reisen zur Zwergenbucht. Dort bekommen wir unsere 30. Muschel. Ich glaube, auch die Tauschquest können wir dort weiterführen, oder? Ist das hier? Wir schauen gleich mal. Oh, Vorsicht, da ist ein böser Sora, aber wir können ja auch einfach tauchen. Moment, Moment, Moment. Nochmal. Ja, jetzt macht er es auch. Wir hätten uns beinahe unter Wasser getroffen. Aber alles gut. 30. Zaubermuschel, juhei! Sehr schön. Ich finde es immer voll schade, wenn die Soras in bestimmten Zelda-Games böse sind. Der hat mich sogar getroffen, belastend. Und ja, wir könnten uns jetzt auch dieses Herzteil holen. Theoretisch könnten wir auch hier runter, aber ich glaube, das würde uns nicht viel bringen. Also jedenfalls mache ich es auch noch nicht. Und auch der Geist wohnt tatsächlich hier in der Nähe. Er sagt ja manchmal, bring mich, ja, mit Ansage, das Haus, bring mich zum Haus an der Bucht. Man weiß natürlich als Blindspieler nicht, welches Haus gemeint ist, aber wenn man alle in der Nähe der Bucht abgrast, dann wird man relativ schnell herausfinden, welches es ist. Und wir haben wieder 4 Herzteile gesammelt, Leute, und erhalten dafür ein neues Herz. Yippie! Übrigens, das hier ist der 5. Dungeon, den wir jetzt schon ohne Probleme betreten können. Alles, was man machen muss, ist da einfach reintauchen. No joke. Aber wir treffen jetzt erstmal diese hübsche Nixe hier. Ich bin hier geschwommen, als mir eine Welle meinen Bikini vom Hals gerissen hat. Wenn du ihn findest, schenke ich dir eine Schuppe von mir. Und wenn ihr jetzt denkt, ach du alter Perversling,
Sagst hier wieder was von Bikini? Es ist eine Perlenkette. Komm klar, Junge. Im Original war es auch ein Bikini und ich akzeptiere diese Zensur nicht. Punkt. Den Bikini oder eben die Perlenkette, je nachdem wie ihr wollt, bekommen wir hier unter der Brücke. Den Hinweis bekommt man auch von der Eulenstatue oben, die sagt irgendwie, ja, dass ein Geheimnis unter der Brücke ist. Wir schauen eh gleich nochmal da hoch, weil da ist offenbar noch eine Muschel. Zumindest hat der Detektor gerade ausgeschlagen. Aber lasst uns erstmal mit dem Angler sprechen. Der könnte auch gleichzeitig eine Referenz an A Link to the Past sein, wo man ebenfalls, glaube ich, einen Angler unter einer Brücke getroffen hat. Oder war es ein Penner? Nee, wahrscheinlich eher ein Angler. Oh. Du hast ja doch nicht etwa einen Angelhaken in der Hand. Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Er war ganz besonders. Sperr deine Augen auf und sieh genau hin. Oh, was ein Riesenbrocken. Zack. Aus dem Angelhaken wurde ein Bikini. So ein Glück. Ich glaube, ich blende euch auch davor oder danach oder irgendwann jetzt ein Bild des Originals ein, um es zu beweisen, dass ich nicht lüge. Aber ja, selbstverständlich wurde das schon in der amerikanischen Fassung zensiert, weil die Amis ja sowieso recht prüde sind. Aber auch in der DX-Version bei uns war es dann eine Perlenkette. Nintendo, das ist nicht gut. Diese Zensur finde ich absolut scheußlich. Und man konnte auch ab hier nichts mehr von der Nixe sehen. Und wenn man getaucht ist, gab es einen gewissen Kommentar von ihr. Schließlich war sie nackt, also, ne? Ah, da ist ja mein Bikini. Gib ihn mir zurück. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Well? Jetzt taucht er runter und holt sie selber? Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua, nur eine! WTF? Vor allem links Geräusch gerade. Oh. Du hast das Bikini gegen eine Nixenschuppe getauscht. Was machst du denn jetzt damit? Kein Plan. Tschüss! Hätte sie jetzt eigentlich auch was gesagt, wenn ich getaucht wäre? Das habe ich jetzt vergessen zu machen, aber ja, ist auch egal, weil wie gesagt, das ist die Zensurversion hier. Da wird sie bestimmt nichts Anzügliches oder dergleichen sagen. Leider. So. Dann lasst uns mal dem Geist helfen. Der wird langsam ungeduldig, kann ich auch verstehen. Der möchte endlich nach Hause. Kein Thema. Dein Haus ist dort drüben und der Sprung war schlecht. Irgendwie kann ich das in diesem Remake nicht so gut. Ja, geh hinein, mein Haus. In diesem Haus waren wir auch vorher schon mal. Haben dort ebenfalls eine Zaubermuschel gefunden. Und nun wissen wir, wem es gehört. Kein Problem, nimm dir ruhig Zeit. Ich weiß, das ist ein emotionaler Moment. Ach ja, wie früher. Nostalgie. Und ihr merkt vielleicht schon, das ist eine sehr, sehr traurige Szene. Sieht man ja auch allein schon an seinem Gesicht. Jetzt weint er sogar. Oder wollte er mich erschrecken? Bin ich sicher. Aber ja, man merkt, er kehrt nicht zurück. Er nimmt Abschied. Wie immer. Genug, Friedhof, bring mich, mein Grab. Der Geist konnte diese Welt nicht verlassen, ohne ein letztes Mal sein Haus zu sehen. Ich weiß nicht, was ihm geschehen ist, wie er gestorben ist, aber es war, denke ich, ein Unfall. Ein Mord. Auf jeden Fall kein natürlicher und freiwilliger Tod. Ja, und jetzt, wo wir das Teleportlied bei dem Fisch gelernt haben, können wir uns auch endlich hierher porten, Leute. Wunderbar, oder? Gerade deshalb sehr nützlich, weil sein Grab direkt um die Ecke ist. Jetzt aber nicht auf dem Friedhof, wie man vielleicht glauben mag, sondern
Hier nebenan. Dieser einzelne Grabstein hier ist das Grab dieses Gespenstes. Oh, jetzt lacht er. Danke, mein Schatz. Für dich nutze ihn. Tschüss. Mach's gut. Nun konnte er in Frieden gehen und wir erhalten eine Feenflasche. Das ist hiermit unsere zweite Flasche. Juhu. Und der Uhu taucht auf. Uhu, endlich, da bist du ja wieder. Um in das große Fischbowl zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern. Alles klar. Im Original bekam man hier übrigens keine Flasche, weil Flaschen gab es im Original nicht. Man bekam nur den Hinweis, wie man in den Dungeon kommt. Und ich frage mich gerade, kann man die ganze Sache mit den Geistern eigentlich skippen? Weil wenn man schon weiß, dass man da tauchen muss, dann... Ja, warum sollte man den Geist zurückbringen? Klar, weil man ein Ehrenmann ist und ihn erlösen will, aber... Naja. Falls nein, was dann? Begleitet der Geist einen dann die ganze Zeit oder verhindert er, dass man in den Dungeon geht? Würde mich echt interessieren. Naja, jetzt geben wir erstmal unsere 30 Muscheln ab. Und erhalten dafür? Ich weiß es selbst nicht. Was ist der Preis für 30? Aber das Gefühl, es ist nichts Besonderes. Ah, okay. Ein Kammerstein. Und die sind übrigens tatsächlich für Boris. Okay. Ja, dann können wir jetzt eigentlich gleich in den Dungeon gehen. Da gibt es nur noch eine Sache. Und zwar, jetzt wo wir schwimmen können, können wir uns auch hier unten... Aua. Wo wir letztens lang gegangen sind, um zum vierten Tempel zu gelangen. Das Herzteil im Wasser holen. Zack! Meins! Yippie! Okay! Jetzt haben wir eh schon 12 Minuten verloren. Ich schaffe den Dungeon, glaube ich, nicht in einem Part, Leute. Es tut mir leid. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Und wir fangen natürlich auch damit an. Ist ja klar. Das Problem ist halt echt, wenn ich den Part jetzt anders füllen würde, dann müsste ich ziemlich große Umwege gehen, um, was weiß ich, Muscheln und Herzteile von Orten zu holen, die wir eigentlich noch nicht bereisen sollten. Und ich weiß nicht, das mag ich eigentlich nicht. Deshalb, ja, schauen wir mal. Wo man tauchen muss, ist mehr als offensichtlich, denke ich. Also besser kann man es nicht kennzeichnen. Und dann geht's auch schon los. Jetzt habe ich weniger als 20 Minuten dafür. Das kriege ich nicht hin. Jetzt wird es natürlich schon etwas konfuser und schwieriger. Hier, in dem Fischmaul. Und direkt wieder bedrohliche Musik. Also anders als im vierten Tempel, wo wir so ein bisschen in einer Wohlfühloase waren. Und ja, ich denke, wir werden hier auch sehr, sehr häufig und intensiv auf diese Helmersaurs treffen. Die uns schon im vierten Dungeon angeteasert wurden. In ein, zwei Räumen. Aber jetzt gehören sie zu... aber jetzt sind sie ein fester Bestandteil der Gegnerschaft. Okay, oben geht's nicht lang. Wir haben keinen Schlüssel. Oder ist hier drin einer? Nein, aber der Kompass ist schon mal nicht schlecht. Danke. Okay, Gegner müssen, glaube ich, besiegt werden, um hier rauszukommen. Alter, und das ist so richtig nervig, wenn man keine Waffe dagegen hat. Aber keine Sorge, wir werden bald eine bekommen. Mit den Bomben geht's noch am chilligsten. Ah, und ich habe mich ja auch gefragt, ob die sterben, wenn man sie direkt mit einer Bombe trifft. Ja, das tun sie. So, ich hätte jetzt wieder zurückgehen können, aber wir haben ja noch keinen Key, deswegen bringt mir das nichts. Es sei denn, ich habe einen Raum übersehen, aber das glaube ich jetzt eher weniger. Okay, hier ganz simpel Gewicht verlagern. Das sollte jetzt, denke ich, auch keinen aufhalten. Und hier gibt es auf jeden Fall einen Schlüssel. Und springende Starforce. Aber das ist kein Problem.
Wenn sie einmal getroffen sind, dann... Aua! Oh, das war, glaube ich, ein Roter. Der kann sogar noch schlagen. Habe ich gar nicht gesehen. Deswegen hat er mich jetzt erwischt. Shit! Ja, auch ein recht offensichtliches Rätsel. Passt schon zu einfach für den 5. Dungeon. Aber dafür gibt es tatsächlich den Key. Jo. Was war hier drin? Ach, das war der Tempel. Okay. Dann wird das mit der Zeit erst recht schwer. Wir müssen uns diesen Raum aber auf jeden Fall merken. Ach du Scheiße, wie groß ist denn der Dungeon bitte? Gebt euch das mal. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das wäre sogar knapp geworden, hätte ich direkt zu Partbeginn mit dem Dungeon angefangen. Holy shit. Naja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht läuft es ja wirklich perfekt, aber das sieht schon beeindruckend aus. Klar, man kann ja auch, denke ich, erwarten, dass ein 5. Dungeon jetzt nicht mehr so einfach und schnell zu erledigen ist wie alles andere davor. Gut, die Tür wird geöffnet. Ansonsten haben wir nichts verpasst, oder? Ja, doch, eine Truhe. Aber ich glaube, an die kommen wir noch nicht ran. Nee. Okay. Da ist noch so ein Roter. Sehr, sehr viele Stalfors hier. Aber auch das hat seine Gründe. Ich weiß nämlich, welcher Zwischenboss das ist. Und, ja. Wird zeitintensiv. Oh. Was geht hier ab? Down. Shit. Mit einer Wirbelattacke ist er halt instant down. Hätte Zeit gespart. Aber ist alles nicht so einfach. Geh nach links oder nach oben. Irgendwie führt das doch zu nichts, kann das sein? Hier ist auch gar nichts. Nur die Bomben. Es sei denn, es gibt hier eine versteckte Treppe. Das will ich nicht ausschließen. Ach, hier gibt's doch was. Nur halt keinen Schlüssel. Okay. Ach, den Schnabel. Okay. Aber keine Treppe oder so, ne? Die müsste ja, glaube ich, auch auf der Karte dann markiert sein. Ist sie aber nicht. Alright. Dann nehmen wir den Schnabel mit. Gehen hier hoch. Bekommen Pfeile tatsächlich. Und ich schau mal kurz. Also wir hätten hier noch hochgekonnt. Da rechts geht's nicht weiter, da oben geht's nicht weiter. Bekomme ich die Pfeile eigentlich aus einem bestimmten Grund? Nein. Hätte ja sein können, dass da noch ein Schalter ist, aber die Entwickler können ja eigentlich nicht voraussetzen, dass man hier schon voll im Bogen hat. Das ist ja ein rein optionales Item, zumindest Stand jetzt. Oh, das ist fies. Ja, weißt du auch warum? Wenn man hier noch nicht lang soll. Ich check's jetzt erst. Okay, fail. Hier sind wir völlig falsch. Ja, macht einen guten Eindruck, der Dungeon. Ist konfuser als der Rest. Der 4. war ja auch, fand ich, fast zu easy für den 4. Der 5. kommt ganz gut hin, was Schwierigkeit angeht. Okay, kann mir die Eule vielleicht helfen? Kannst du ein Skelett nicht mit dem Schwert bezwingen, setz eine Bombe ein. Ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Den wir auch sogleich anwenden, denn willkommen. Das ist der Zwischenboss. Ein Stahlforce-Ritter. Und den besiegt man genauso wie in A Link to the Past. Ich frage mich aber gerade, kann man mit dem Pfeil auch was machen? Nein. Okay. Wunder mich halt, dass wir da Pfeile bekommen haben vorher. Nicht so wild. Wie besiegen wir ihn? Wir müssen ihn einmal treffen. Dann fällt er in sich zusammen. Und wie eigentlich alles Stahlforce-Ritter, hat er eine Bombenschwäche. Aber das Timing, ihn zu treffen, ist wohl sehr, sehr... schwer. Hä, wie macht man das denn jetzt? Er wehrt irgendwie alles ab. Ah, okay. Ich denke, das Beste ist, man trifft ihn, während er ausholt. Ich wollte irgendwie danach zuschlagen, aber das scheint jetzt nicht so gut zu funktionieren. Nicht so gut zu funktionieren. Ja, okay. Okay, während er ausholt, ist die beste Idee, einmal zuzuschlagen. Und mit 3 Bomben geht er down. Aber das war's noch nicht. Ja, du bist stärker als ich. Noch. Aber ich komme wieder. Ja, das tut er leider. Erinnert ihr euch an den Raum vorher? Alle Ecken
waren Leuchtplattformen und das soll uns schon mal anzeigen, dass wir 4-mal gegen ihn kämpfen müssen. Und übrigens sieht auch das hier aus wie ein Totenkopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den ganzen Dungeon zählt, aber eher nicht. Wir werden also noch einige Male auf ihn treffen. Können wir hier, glaube ich, festhalten. Wenn du nach dem Inhalt dieser Truhe suchst, komm doch. Hol ihn bei mir ab, Stahlfossmeister. Ja, wir hätten hier jetzt tatsächlich das Dungeon-Item bekommen, aber er war schneller. Mist. Das war ein Fail. Und ich weiß jetzt nicht, sollen wir da rein? Oder noch nicht? Ich habe fast das Gefühl, nein, oder? Hier muss man wirklich viel ausprobieren. Weil auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, ob man bei den einzelnen Räumen hier jetzt weiterkommt oder nicht. Okay, diese Luma kennen wir schon aus dem anderen Dungeon. Dort, wo sich das Licht der Fackeln kreuzt, musst du tauchen. Das Licht der Fackeln kreuzen. Okay. Angriffsboost. Aua. Ach lol, hier ist der Bossraum. Ja moin. Dann bin ich hier völlig falsch. Trotzdem gut zu wissen, wo wir den Boss finden. Ja, aber das alles ist zu konfus. Ich glaube nicht, dass wir den Dungeon schaffen. Wäre aber cool, wenn wir zumindest das Dungeon-Item erreichen könnten. Doch dafür müssen wir, ihr ahnt es schon, den Stahlfossmeister killen. Ja, und der muss halt auch erstmal gefunden werden, ne? So. Okay. Könnte jetzt hier weiter. Könnte aber auch wieder zurück. Da hoch. Den Knopf aktivieren. Hier kurz hochgucken. Gott, es gibt so viele Räume hier, Alter. Ich glaube, ich schaue mir erstmal alles an und dann sehen wir. Ah, okay. Hier ist der zweite Kampfraum. Ja, gut. Ah, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Ich? Du bist penetrant. Gib mir, was mir zusteht. Ja, Treffer. Bombe sitzt. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, die schneller zu besiegen. Da müssen wir jetzt durch. Aber ja, bis auf den einen Treffer am Anfang war das schon deutlich besser als beim ersten Kampf. Ah, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Nein. Gib mir einfach das Dungeon-Item und zieh Leine. Mann. Verdammt. Okay, jetzt nach links oder nach oben? My goodness. Und hier sind wir auch noch nicht lang gegangen. Ich hoffe, ich habe hier nicht einen Bossraum geskippt oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Nee, lass uns nach oben gehen erstmal. Ist schon deutlich konfuser. Ist aber auch gut so. Ist okay. Ziel ist nach wie vor, also realistisches Ziel, Dungeon-Item bekommen. Hier sind auch so viele Sachen, die wir einfach noch nicht bekommen können. Damit müssen wir uns abfinden. Also, dachte ich mir schon. Ach, jetzt geht auch erst die Tür oben auf. Ich schaue trotzdem kurz erst mal hier nach unten. Ach, hier müssen wir tauchen, oder? Aber ich habe fast das Gefühl, dass hier der Boss-Key ist. Nein, ich komme jetzt nicht mehr zurück! Als ob, Digga! Ja, das ist natürlich jetzt, beschissen. Hier ist sonst auch nichts, oder? Nee. Okay, aber wir merken uns die Stelle. Wir wissen schon mal, wo es zum Boss geht. Und wir wissen auch, wo höchstwahrscheinlich der Boss-Key ist. Und das Rätsel ist so special, das riecht einfach nach Boss-Key. Du, 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 du.
Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Ah, dritter Kampfraum. Okay. Ah, schon wieder gefunden? Damn! Und das Gute ist, den vierten Kampfraum kennen wir ja schon. Das ist der ganz am Anfang. Jetzt müssen wir mal wieder zurücklaufen, aber wir haben ja auf dem Weg sowieso einen Raum geskippt. Können wir da mal reinschauen. Und man sieht, ich lerne dazu, das ist doch schön. Down! Ja, du nervst mich! Was soll ich denn sagen, Alter? Wie oft soll ich dich noch zu Matsch sprengen? Moment, was ist hier denn? Da hat er seine Kinder verfrachtet, weil er sich nicht um sie kümmern will. Und zusätzlich die Dungeon-Karte! Stimmt, haben wir ja noch nicht gehabt. Ah, es ist doch nicht so riesengroß, wie es am Anfang wirkte. Klar, es ist schon ein großer Tempel, aber ich habe wirklich gedacht, dass die ganze... also der ganze Screen mit Räumen zugeklatscht ist. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Okay. Na dann, go, 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 go. Dungeon-Item, wir kommen. Jetzt muss ich halt nur unnötigerweise hier nochmal hin und her. Anders geht's nicht. Zurück an den Anfang. Aber nicht diesen einen Raum vergessen. Der war, glaube ich... Moment. Der kommt gleich, oder? Hier, genau. Da muss auch noch irgendwas sein. Hier oben. Richtig? Ah, noch nicht ganz, aber richtige Richtung, ja. Ach so, oh, ich bin ja so ein Opfer. Da können wir noch nicht rein. Stimmt. Also nichts geskippt, alles richtig gemacht. Hier sind wir falsch. Ich gönne mir trotzdem mal kurz die Bomben. Dann war es nicht ganz umsonst. Okay. Woo. 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 Und runter. Aus dem Weg. Jetzt müsste man halt noch wissen, wo der erste Skelettraum war. Ich glaube, der war hier, ne? Und da kommen wir doch über diese Leiter hin, ne? Oder? Doch. Ziemlich sicher. Wenn nicht, habe ich ein Riesenproblem. Ich habe noch überlegt, ob ich es mir nicht markieren soll. Ja, aber das war schon hier. Yes! Das wäre es ja jetzt gewesen, ey. Oh, er hat dazugelernt. Eine Stampfattacke hat er jetzt drauf. Ich glaube, da müssen wir ausweichen und dann einfach von hinten. Ach nee, irgendwann verfällt er wieder in sein altes Muster. Okay. Wie läuft es jetzt ab? Springt er jetzt nach jedem Hit oder nur am Anfang? Okay, scheinbar nur am Anfang, alles klar. By the way, darf ich mal fragen, warum der so einen Alien-Kopf hat? Guckt euch mal die Form seines Kopfes an. Sieht richtig aus wie so ein Alien. Hier, wohl bekommst. Guten Appetit. Jetzt bist du endlich down und wir erhalten. Selbstverständlich. Den Enterhaken. Seine Kette hat eine ganz schöne Reichweite. Yay. Mit dem können wir sowohl kämpfen, als auch uns an Dinge heranziehen. Und wow, der hat ja richtig... richtig was zu bieten, was die Länge angeht. Wie ich. Ja, wir können uns da jetzt an Truhen und hölzerne Plattformen und sowas ranziehen. Dies, das. Jedenfalls kommen wir jetzt an alles in diesem Dungeon heran. Trotzdem werden wir es nicht mehr bis zum Ende schaffen, leider. Aber vielleicht noch diese eine Truhe hier um die Ecke. Ach ja, stimmt. Und, die Typen hier können wir jetzt sowohl betäuben, als auch ihre Maske abnehmen. Das zeige ich dann auch gleich nochmal. 100 Rubine. Sehe ich gerne. Weil wir ja auch momentan pleite sind. Schau ich mal an. So, zack, Maske weg. Und down. Die Frage ist, warum versteckt er sich so? Er hat doch so schöne Leuchtaugen. Ist doch ganz, ganz cute. Bin ich der Meinung. Okay, wollen wir uns noch die eine Truhe da holen? Zum Abschluss.
an die man auch nur mit dem Enterhaken rankommt. Und dann müssen wir rausfinden, wie man da hochkommt. Ach stimmt, hier ist ja auch noch was, Alter. So viel! So viel zu sehen. Aber hier einfach durchziehen. Genau. Dann kann einem nichts passieren. Darüber ziehen. Da ist offensichtlich ein Schlüssel drin. Ja, mach auf. Ich glaube, dann ignorieren wir die Gegner. Und verschwinden. Okay, Guys. Also, es hat nicht ganz gereicht, aber wir waren trotzdem sehr erfolgreich, finde ich. In der nächsten Folge werden wir den Dungeon abschließen. Danke fürs Dabeisein, liken, kommentieren. Bye.